Hallo liebe ganz herzlich willkommen zurück zu Diritzkes. Wie ganz bestimmt den Titel schon erleben konntet. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Werde ich mir heute den Hals tätowieren. Kann man, also gut, Clickbait und so. Aber nein, ich werde mir natürlich nicht hier vorne den Hals tätowieren, aber ich werde mir den kompletten hinteren Hals tätowieren. Und es geht dann auch, also man könnte es sogar von vorne schon ein bisschen sehen. Aber ganz ehrlich, das ist ja wie Hals. Also es ist Nacken, ist ja Hals. Nacken, aber trotzdem Hals. Hinterer Hals. Ja, also ist schon, eigentlich ist es Hals. Eigentlich ist es Hals. Ja. Und es ist sehr, sehr, sehr spontan passiert. Ich habe ja auf Instagram Story eine Story hochgeladen, wow, wo ich geschrieben habe, dass ich am 7.3. meinen Tattoo-Termin habe. Heute ist der 26. Und ihr denkt euch so, hä, da kann irgendwie was nicht stimmen. Also der am 7. fällt weg, weil ich habe jetzt Mamas Termin genommen und Mama nimmt meinen Termin. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum? Das sieht so aus, ich möchte meinen Oberarm tätowieren lassen und da möchte ich eine Frau, also so eine Figur haben. Und ich hatte ja ein bisschen mit der Zeit ein bisschen geschnust. Also war so, dass ich dann halt irgendwie einfach zu spät dran war und es muss ja gezeichnet werden und dann fiel mir das irgendwann ein und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, ich habe nur noch ein paar Tage, das kriege ich da irgendwie alles gar nicht hin. Also irgendwie war es mein Fehler. Dann habe ich Celine gefragt, Mensch, du kennst doch eigentlich dein Tattoo schon, wollen wir nicht einfach tauschen? Wir gehen jetzt mal rein, weil es ganz schön kalt ist, weil ich verbinde so offene Jacke. Aber morgen sind 15 Grad in Berlin und Sonnenschein. Und Sonne, jetzt ist hier so, morgen ist Sonne satt. Ja, ich bin so natural hergegeben, weil ich ja mich tätowieren lasse und ich habe halt einen Tagesflat, sprich von 11 bis 20 Uhr. Und da macht es keinen Sinn, perfekt ist halt jetzt, komm, weil du am Ende eh wie ein Zombie rausgehen wirst. Und vor allem, wenn du deinen Hals, also auf der Nacken tätowierst. Muss ich auch so wahrscheinlich machen. Also das wäre ja sowas für ein Schwachsinn, nicht? Also wir gehen jetzt mal rein. Ja. Und ihr kennt Lila natürlich schon, also erkennt ihr jetzt auch die Hundis. Also Hund, das ist nur ein Hund. Kleinchen ist nämlich leider nicht da. Oh, ist ja dunkel. Weil Nemo ist leicht erkältet. Der ist jetzt auch ein Pulli an. Ja, weil, und dann konnte natürlich Ronja nicht kommen. Ich weiß, verheilen siehst du aus. Guck mal, du bist erkältet, ich weiß. Einfach mal kurz da reinschmulen, weil wenn ich jetzt da reingehe, er sucht jetzt gerade Schutz. Ja. Oh, stinksauer. Also ich weiß auf jeden Fall, Yvonne lässt sich gerade die Augenbrauen zupfen, weil sie möchte auch schön vor der Kamera sein. Bist du schon fertig? Voll verraten. Ich hab gerade ihre Augenbrauen gezupft. Ja, Zeit Bonus, ey. Was ist jetzt los? Unser Plan. Unser Plan ist dein Tattoo. Mhm. Das ist eine grobe Skizze hier. Ja. So in dem, so in der Art wird. Wir haben unsere Vorlage gerade mal komplett überarbeitet, haben nochmal komplett neue erstellt. Deswegen sind wir erst 2 Stunden später dabei anzufangen oder 2,5 ungefähr. Wir wollen jetzt beim Tätowieren erstellen. Daran hapert es nicht. Es hapert eher daran, wie ich halt jetzt aushalte oder auch nicht. Wir werden zuerst mit dem Rückenteil anfangen und danach... Mit der Hals? Nein. Nee, Mitte fangen wir an. Mit der Mitte und dann gehen wir hoch oder runter. Einfach nochmal zusetzen. Ja, okay, weil dann können wir, ja genau, weil sie will das so zack, 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 so ransetzen. So 3 Abteile. Du guckst. Und Hals soll auch ganz schön doll bluten und soll auch nicht so schön sein. Ja, also für sie ist es, also für uns beide ist es kacke, für sie aber auch, weil es irgendwie scheiße zum Tätowieren sein soll, weil es halt ziemlich doll blutet und so. Ja, muss sein, ne? Das ist halt wahrscheinlich ja auch in mir, Kopf ist und Hals ist sowieso empfindlich und das ist ja jetzt nicht wenig und nicht kleines Tattoo. Ja, ich weiß. Wir zeigen euch jetzt mal Yvonnes Beintattoos. Das ist richtig geil. Das ist auch mega geil. Das ist mega toll. Und dann haben wir noch hier neue am Start. Aber ist noch nicht fertig. Nee. Also, das untere Stück wird zuerst gemacht. Das Mittelstück. Das Mittelstück. Willst du es mal ganz kurz erklären, warum das ist? Das Mittelstück. Wir haben jetzt die Mitte zuerst draufgesetzt, weil wir dann nach oben und nach unten hin besser ranbasteln können. Wie weit sind wir schon? 1/3, schätze ich. Ah ja, man Linie. Ja Linie, Linie. Und Celine ist gerade dabei, YouTube zu gucken. Was guckst du? Naomi. Was macht sie da gerade? Sie ist, glaube ich, sie lässt sich ein Tattoo stechen. Ach, okay. Aber in Amerika. Ich weiß nicht wo, ob L.A. oder, so oder New York. Ist.
Ja. Nein, also ich bin nicht so weit. Und ich kann aber nicht mehr. Irgendwas so eklige, räudige Schmerzen durch ausmalen. Und dabei wollte ich ja eigentlich nur meinen Nacken. Und jetzt habe ich aber, das fand ich halt, also es sieht halt einfach komisch aus, wenn nur der Nacken ist und unten halt nichts. Deswegen haben wir es ja so groß gemacht, aber ich habe mich einmal überschätzt. Und es kotzt mich immer selber an, weil ich ja unbedingt meinen scheiß Hals haben will. Und dann halt sehe so Kacke, ich bin schon voll hart am Arsch, kann kaum noch stehen und das ist nicht mal ansatzweise fertig so. Was passiert hier gerade? Der Ober-Skill. Skill. Hat gerade gelernt. Sie spiegelt gerade ein Bildchen. Ja, genau. Es gibt hier wohl ein kleines Problem. Lass es mal kurz erläutern. Ja, ich habe das jetzt die Matratze viermal draufgedruckt. Gefühlte 28 Mal. Es ist nicht viel, aber es ist eine minimale Differenz in der Halslänge rechts und links. Das heißt, das kommt durch eine Schulterschiefstellung, weil ja normal ist. Es gibt kaum gerade Menschen. Aber wenn du Symmetrie machst auf einem asymmetrischen Körper, das ist dann das Problem. Wie fühlt sich an? Sprich mit uns. Komisch. Aber es ist wie normal tätowieren halt nur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott. Empfindlich, sag ich so. Ja, natürlich. Tut weh? Das ist krass. Das Seite ist heftig. Gänsehaut. Gänsehaut. Oh ja, ich seh's. Ja, mach mal. Es lebt so. Na super, wir wollten mit einem kleinen Nacken-Tattoo raus. Oder mit der Idee sind wir rein und kommen mit einem riesen Rücken-Tattoo wieder raus. Ich finde den Fehler. Wie viel bin ich? Das Ding ist jetzt noch nicht ganz fertig. Natürlich nicht. Aber dieses Dotten wird dann am 7.3. gemacht, wenn meine Vorlage dann gedruckt wird und da vorbereitet wird. Das dauert jetzt auch nicht mehr so lange, dass die Linien zu dotten schnell. Das ist, ich habe die mit einer ganz dünnen, hellgrauen Wasserlinie vorgerissen. Wie lange dauert sowas? Eine Stunde nochmal? Ja. Next morning. Ja. Wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar haben wir die Folie abgemacht. Lässt man eigentlich meistens über Nacht noch drauf. Aber das hat so gebrannt, dass ich sie abgemacht habe, das abgeduscht habe und dann eingecremt habe. Wie unsere Tattoo-Routine eigentlich immer so ist. Jetzt bin ich halt heute Morgen aufgewacht und habe gemerkt, so okay, mein komplettes T-Shirt klebt an meinem kompletten Tattoo und krieg's nicht ab. Sie wird es jetzt unter der Dusche einweichen. Ich muss das mit dem Ding duschen. Ja. Ja, dass es dann halt sich dann davon löst. Okay, so sieht es aus. Und man sieht es halt, dass es einfach dran klebt. Ich will jetzt auch gar nicht, fast jetzt auch nicht. Der ganze Bereich klebt einfach dran. Wie sieht es aus? Naja, so als ob du geschwitzt hast. Next day, wir sind gerade spazieren, weil ihr seht, richtig schönes Wetter. Wir sind hier im Berlin-Mauerpark und wir haben gerade ein bisschen für uns Bilder gemacht und sind spazieren gegangen, weil wir haben ja sowieso nichts zu tun. Und jetzt zieht sie sich gerade wieder um, weil sie hat sich hohe Schuhe angezogen fürs Foto. Hab ich sie kurz. Ach, guck dir das mal an. Ein Steinchen. Ja, ich bin in meinen neuen Schuhen hier, ey. Ich habe mir neue Schuhe geholt. Sie hatet ruhig, aber ich finde die geil. Ja, sag mal. So. Ja, sind extra hierher gefahren, um halt ein paar schöne Bilder zu machen. Und dann wollen wir hier noch einen Kaffee trinken. Wir also ein Lieblingscafé. Genau, das ist halt noch nicht ist so weit. Ist ja alles hier im Prenzlauer Berg. So sieht's aus. Deswegen. Und weil wir Bilder machen wollen. Voll geil für den Sommer wird der. Oh Mann, ich lass uns jetzt lieber gehen. Weil wenn der Sand runterlädt, haben wir eine Staubwolke unseres Lebens hier. Oh ja, dann hab ich jetzt auch. Wir sind im Café angekommen. Ich habe mir jetzt wieder so ein komisches, ich vergesse den Namen immer, so ein Ei geholt, was noch so zu ist. Kann man aufmachen und dann ist es so ein Flüssigchen drin. Ich glaube, das heißt pochiert, aber schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie das geschrieben wird. Würde mich auch interessieren. Ja. Wir essen dann jetzt hier mein Gericht und da ist dann Mama.
Ihr Gericht hier ist so ein... Quinoa-Salat. Pass auf, das ist... Achso. Wir sind wieder zu Hause und werden auch direkt die Abmoderation einleiten, weil ich schneide das Video gerade. Und... Oh je, der Stuhl ist unten, guck mal. Mit Bifantin. Ja, was soll ich denn machen? Ist aber nicht schlimm. Ich lehne mich schon nicht an. Ich muss so ein T-Shirt anziehen, dass es nicht überall... Ja, dass es wieder dran klebt. Na, okay, das ist recht. Aber ich kenne das, Bifantin habe ich dann auch überall. Das ist halt... Das kriege ich ab, das kriege ich mit Spüli ab. Das ist ja das so fettlösend. Das ist so ein Stoff, das ist kein Stoff. Ja, ja, ich weiß, das kann man ganz gut abwischen. Das ist unkompliziert. Wenn ich habe nur gedacht, ich habe mich nur gewundert, warum das so fettig ist, aber dann fiel mir das dann ein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das unbedingt mit dem Link nach oben. Mit einem sehr, sehr dicken Daumen. Über nette Kommentare würden wir so überdopfen. Mega, mega freuen. Wir haben euch ganz sehr lieb. Mega, mega lieb. Und ich werde jetzt zum Sport gehen. Ja, das seht ihr auch. Mama hat, also jetzt muss ich gut nur noch eine Sporthose anziehen. Aber sie hat schon diese coole Beyond Limits Jacke. Gott, mein Auge, Alter. Und sie hat schon diese coole Beyond Limits Jacke an. Die ist wirklich geil, weil wenn man sich so eine High-West-Hose dazu anzieht, die gibt es ja auch in dieser selben Farbe, dann ist da trotzdem der Bauch ein bisschen frei. Den Kopf abgeschnitten, muss man mitgucken. Das ist total mega cool. Also ich mag die Jacke total, weil es halt irgendwie schon warm hält an den Arm, aber trotzdem mega stylisch ist. Ja. Ja. Verlinken wir euch wie immer alles in der Infobox. Mhm. Und jetzt ist der Akku leer. Okay, wir haben euch ganz lieb. Wir sind uns beide mega, mega lieb. Und von dieses Mal von uns jetzt ein. Kiau. Und wir sehen uns dann Samstag wieder. Samstag werden wir vloggen. Akku ist leer, geht jetzt auch. Und ich denke, wir werden uns Sonntag sehen. Wohin denn? Na, keine Ahnung. Wir vloggen und Sonntag wird es ausgestrahlt. Ausgestrahlt. Ich strahl, auf Arte. Ich strahl dich gleich mal aus. Ja, ja. Hau bloß ab. Ja, 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 ja.